Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann. Ich bin Publizist und auch Herausgeber der Webseite clubderklarenworte.de. Und auf diesem Online-Magazin schreibt in der neu eingeführten Rubrik Feuilleton die Autorin Antje Marley-Samiralow einen feinen und sehr berührenden, reflektierenden Text über die Vereinsamung einer Seniorin mitten im hektischen, grellen Getriebe unserer Zeit. Ich möchte Ihnen empfehlen, diesen Text zu lesen und bin gespannt auf Ihre Kommentare, Ihre Erfahrungen, die Sie unter jenem Artikel im Kommentarbereich gerne im Austausch mit anderen Leserinnen und Lesern verfassen können. Der Text von Antje hat die Überschrift »Wie lange noch?« Dieser Text und insbesondere Ihre Kommentare darunter sind ein Spiegel unserer Zeit. Oft ist unser Kommentarbereich ein Ort der qualifizierten, kritischen Auseinandersetzung mit dem politischen Mainstream, der anderen Meinung oder dem persönlichen Erleben. Der Kommentarbereich ist ein Kanal für Sie, ein offener Diskurs. Sie, die Sie oft genug bei den von Ihnen bezahlten Gebührensendern auf deaktivierte Kommentarbereiche stoßen, haben hier die Gelegenheit, sich unter jedem Artikel auszutauschen. Im Club der klaren Worte gibt es zum Beispiel diesen aktuellen Erfahrungsbericht einer Leserin unter dem eben gerade erwähnten Artikel zu lesen, den Sie hier jetzt hören. Er ist eindrücklich. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Ein Kommentar von Erika Bartosch auf clubderklarenworte.de unter dem Artikel »Wie lange noch?« Ich könnte vom Leben meiner Mutter ein ähnliches Schicksal beschreiben. 10 Kinder aufgezogen, ihre Interessen und Bedürfnisse immer hinter die der Kinder gestellt. In ein Seniorenheim gekommen am 2.1.2020 im Alter von 95 Jahren. Im März weggesperrt wegen Corona. Besuch nur im Freien und Unterhaltung nur über einen Zaun, etwa 30 Meter von Mama entfernt und für eine Zeit von etwa 10 Minuten möglich. Welch ein Wahnsinn. Mamas Augen waren schon schlecht und noch schlechter hörte sie. Nach gefühlter Ewigkeit war endlich wieder Besuch möglich, mit Anmeldung, ein Eintrag in eine Liste und natürlich nur mit Maske, auch in ihrem Zimmer. Wir hatten einige schwere Diskussionen mit den Pflegekräften und der Pflegedienstleitung, setzten uns aber letztendlich durch, zumindest in ihrem Zimmer, keine Maske zu tragen. So kam ihr letzter 96. Geburtstag im Oktober 2020. Sie war glücklich, dass sie ihre Kinder um sich haben durfte und wir feierten in einem Gasthaus mit dem Gefühl, dass sich jetzt wieder alles zum Guten wenden würde. Aber es kam, wie es kommen musste. Mitte November erhielten wir die Nachricht, dass Mama an Corona erkrankt war. Es sollte ursprünglich nur eine Person zu ihr kommen dürfen. Ich sagte ihnen, dass wir uns das auf gar keinen Fall gefallen lassen würden. Da sie sozusagen im Sterben lag, akzeptierten sie das und so wechselten wir Geschwister uns ab und konnten sie jeden Tag betreuen, je nach Zeit des Einzelnen entweder einen ganzen Tag oder einer am Vormittag, einer am Nachmittag. Sie war wirklich schwerst erkrankt und fast verdurstet. Aber durch unsere Betreuung ging es wieder bergauf. Das Personal war zu diesem Zeitpunkt total überlastet. Bei jedem Eintritt in ein Corona-Zimmer mussten sie sich wie Außerirdische mit Taucherbrille, Haarnetz, Kunststoff, Einmalanzug und so weiter bekleiden, um vielleicht auch nur einen Schluck Wasser zu reichen. Und so kam es, dass Mama wieder gesundete. Sie war zwar noch sehr schwach, hatte aber Corona überlebt. Zu dieser Zeit wurde uns gesagt, dass wir ab jetzt, es war kurz nach Weihnachten, nicht mehr kommen dürfen, da sie ja jetzt wieder gesund sei. Es dürfe jetzt nur mehr einmal die Woche eine Person für eine halbe Stunde zu ihr kommen und das natürlich nur mit negativem Test. Leider verlor Mama dadurch jeglichen Lebensmut und verstarb am 30. Januar
2021 alleine ohne ihre geliebten Kinder. Wir vergessen nicht und verzeihen nicht. Liebe Mama, Ruhe in Frieden. Wir sehen uns wieder. Ich sehe Sie im Club der klaren Worte und bitte Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank dafür. Solange Sie uns nach Ihren Kräften unterstützen, sind wir mit dem Club der klaren Worte für Sie da. Und warum es den Club gibt, sehen Sie in diesem Video auf der Webseite. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. My troubles, yeah, they've been there for so long.